da hat jemand in einem Gruppenchat einen Hundewelpen angeboten. Und zwar einen Hundewelpen, der im Alter von 1-2 Tagen in einer Mülltüte gefunden wurde, zusammen mit anderen Geschwistern. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, also das war für uns gleich so ein Aha-Erlebnis, ja, so ein, ja, das gibt keinen Zufall, ja, das soll jetzt so sein und wir fragen jetzt einfach mal nach, ob der Hund noch eventuell zu haben ist oder nicht und dann werden wir mal sehen, ja, ob das was ist oder nicht. Also hingeschrieben und ja, natürlich hat sich keiner vorher schon irgendwie interessiert und wir durften einen Tag später schon ihn angucken gehen. Also alles lief wieder so, wie es wohl angeblich dann auch laufen sollte für uns und für unsere Familie. Und ja, ich denke, jeder, der einen Hund hat oder der lange mit Hunden gelebt hat, der weiß, wie es ist, wenn man sich dann einen Hundewelpen anguckt. Ja, da geht einem ganz schnell das Herz auf und dann sagt man natürlich, ja, nehmen wir. Und dann hatten wir sogar das Glück, dass einen Tag später, es war ein Sonntag, die Tierschutzorganisation gesagt hat, ja, kein Problem, wir können die Papiere auch schon fertig machen. Und dann hat uns jemand auch sogar hingefahren nach dem Papierkram, um dann in der Pflegefamilie die Nala, so heißt sie, abzuholen. Und ja, seitdem ist sie jetzt seit so 2,5 Wochen unser neues Familienmitglied. Und ja, da muss ich noch kurz was zu erwähnen, weil sicherlich fragt ihr euch jetzt, wie läuft es denn mit ihr, ja, mit diesem neuen Hund. Als erstes kann ich euch sagen, man weiß nicht genau, was es für eine Hunderasse ist. Sieht ein bisschen aus wie ein Ridgeback, kann auch aufgrund der Beine und Pfotengröße noch ordentlich wachsen. Also ist vielleicht irgend so was Ridgeback-artiges drin oder so, aber man weiß es nicht genau. Ja, und wie lief es mit ihr? Also die ersten 2 Wochen waren schon echt krass und aufwühlend und wir waren sogar vor ein paar Tagen an dem Punkt, dass ich zur Katja gesagt habe, du schreib vielleicht schon mal eine E-Mail an die Tierschutzorganisation, dass wenn es in den nächsten 1-3 Wochen nicht besser wird mit ihr, dann würden wir sie wieder zurückgeben. Weil sie ist so... Uff. Ja, also sie wurde uns beschrieben als zurückhaltende Hündin, ja, die erstmal vorsichtig ist und so weiter. Tja, Pustekuchen. Nicht annähernd ist sie so, sie ist das krasse Gegenteil. Also sie ist total immer drauf und wer schon mal einen Welpen gehabt hat, der weiß, die beißen halt viel oder man kann es nicht beißen nennen, sondern knappen halt viel, weil das ihr Spiel ist. Sie haben nun mal keine Hände, womit sie irgendwas machen können, also machen sie das über das Maul. Und bei Hunden, Hunde über Hunde, ist das halt kein Problem. Aber mit Kindern vor allem ist das schon ein Problem. Und manchmal tut es halt auch einfach weh. Da können die noch so vorsichtig sein. Und sie ist halt jemand, sie macht das ständig. Ja, beim Idefix zum Beispiel, den hatten wir auch als Welpen. Der war aber wirklich ein eher zurückhaltender Hund und ein bisschen ängstlich. Und wenn man ihn in die Schranken verwiesen hat, weil er mal wieder den Jungs hinten in die Wade gezwickt hat, dann hat er das stundenlang auch nicht mehr gemacht. Ja, Schwanz eingezogen, abgehauen. Sie, ja, du kannst mit ihr motzen und eine Minute später macht sie dasselbe wieder. Oder sie hört gar nicht erst auf. Ja, und das ist halt ein Riesenproblem, wenn man kleine Kinder im Haus hat, die ja auch nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen. Und die zucken schnell weg und dieses Zucken, da reagiert ein Welpe natürlich erst recht, ah, spielen, cool, drauf. Ja, und es war wirklich schwierig. Und dazu, das ist mein Gefühl, meine Interpretation, haben wir vielleicht mit Idefix immer noch nicht ganz abgeschlossen. Und dann holt man sich einen neuen Hund und dann denkt man so ein bisschen, interpretiert man alles rein, was er so an Vorzüge hatte. Und sie ist das komplette Gegenteil. Und dann kommt man mit ihr nicht so klar. Ja, und... ja, nachdem ich jedenfalls vor ein paar Tagen das zu meiner Frau gesagt habe mit der E-Mail, sie hat das letztendlich nicht gemacht gehabt, war sie aber anders geworden. Ja, als wäre sie langsam auch in unserer Familie angekommen und akzeptiert so ein bisschen die Spielregeln. Sie ist zwar immer noch manchmal so, gerade wenn sie dann in Spiellaune ist, dass das immer wieder noch vorkommt,
Aber sie merkt auch und sie versucht an sich selber zu arbeiten. Das merkt man. Manchmal knappt sie so vorsichtig bei den Jungs oder bei mir so in die Hand oder in die Beine und im nächsten Moment schlabbert sie dann doch lieber die Hand ab, anstatt da reinzubeißen. Also man merkt, sie will daran auch selber arbeiten, aber manchmal kommt halt so ein Automatismus noch raus. Aber es ist jetzt die letzten Tage schon deutlich besser geworden und ich glaube, wir werden uns alle doch zusammenraufen und es wird, denke ich, hoffentlich funktionieren mit ihr. Wenn da jemand Tipps hat, wer sich richtig gut mit Hunden auskennt, wer da noch Tipps hat wegen dieser Beißhemmung, Lernen und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare, das wird uns sicherlich helfen. Wir haben schon ein paar Dinge ausprobiert, klar, man guckt sich natürlich da auch Hundetraining an und so weiter und versucht dann verschiedene Methoden aus. Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwas, was wir nicht wussten und das könnt ihr uns dann gerne schreiben und dann werden wir das auf jeden Fall dann auch nochmal mit aufnehmen und versuchen. Ja, was haben wir noch? Ich hatte ja noch erzählt am Anfang, dass es ja auch noch eine eher lustige Geschichte gibt. Ich weiß nicht, soll ich sie noch erzählen oder nicht? Das Video geht schon recht lang. Naja, zur Not teile ich es in zwei Teile auf. Mal sehen. Ich erzähle es nochmal schnell. Ich versuche schnell zu erklären, weil es ist halt mal wieder typisch eine Sache, die wir hier erst lernen müssen und die man halt so in Deutschland nicht kennt. Ja, also wir haben das Problem ja hier immer gehabt, dass wir sehr oft immer wieder irgendwelche Sachen einkaufen müssen. Und gerade Wasser ist nicht so, dass man jetzt irgendwie in einem Getränkeladen Kisten Wasser holt und dann hat man wieder ordentlich was zu trinken zu Hause, sondern hier geht das über so 15, 20, 30 Liter Kanister, die man sich kauft. Und das immer mit einem Taxi zu machen, das ist halt schon sehr nervig. Und wir hatten bis zu dem Zeitpunkt noch kein Auto und haben dann für uns entdeckt, dass eine große Lebensmittelkette hier in Kenia auch online Kauf und dann Liefern anbietet. Und das haben wir dann zusammen mit einer App von denen gemacht. Das war Freitag gegen Abend. Und dann hieß es so zwischen 7 Uhr abends und 9 Uhr abends wird es geliefert. Haben wir gedacht, jo, kein Problem. Ja, da wussten wir aber nicht, dass bei uns in unserem Wohnviertel die Schranken zu sind. Also das wussten wir schon, aber wir wussten nicht, dass ab 8 Uhr keine Motorradfahrer mehr durch dürfen. Und um 7:45 rief der Lieferant, der Motorradfahrer bei uns an und sagte, Sie wissen schon, dass Sie in einem Viertel wohnen, wo ab 8 Uhr keine Motorradfahrer mehr durch dürfen. Ich kann nur bis zur Schranke fahren. Dann haben wir gesagt, ja, okay, Problem, wir haben kein Auto, um dann das Zeug abzuholen, dann müssen wir laufen. Wir haben uns halt nicht viel dabei gedacht bei dem Abholen, hätten aber vielleicht mal überlegen sollen, was wir eigentlich alles eingekauft haben. Ja, also allein 3-10 Liter Kanister Wasser, dazu auch noch eine Melone, die wir dachten, wir kriegen ein Stück Melone, also die werden meistens so halbiert oder geviertelt halt geliefert. Das war aber diesmal eine ganze 9 Kilo Melone. Wussten wir so auch nicht. Und dann hatten wir halt auch noch so ein paar Grundnahrungsmittel, die auch noch mal ihr Gewicht haben. Also alles in allem würde ich schätzen, dass wir so 40, 50, ja eher 50 Kilo insgesamt eingekauft hatten. Allein spannend, dass ein Motorradfahrer das liefern konnte. Das, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Er hat es hingekriegt ohne Probleme. Wir dachten dann halt, okay, Schranke, es gibt so einen kleinen Schleichweg zur Schranke, das sind dann vielleicht von unserem Haus, wenn es hochkommt, 200 Meter dahin. Problem ist, als wir dann um 7:45 losgelaufen sind, um die Sachen zu holen, war dieser Schleichweg auch verschlossen. Das hat halt auch Sicherheitsgründe. Also zum einen gibt es halt für so Wohnviertel diese Schranken mit Security und so weiter und dann gibt es aber auch noch, wenn es so Schleichwege gibt, auch noch mal Tore, die verschlossen werden. Das heißt, wir konnten nicht dort durch und diesen Schleichweg gehen. Hieß für uns, außen rumlaufen, das sind dann noch mal 500 Meter mehr, also vielleicht ungefähr 700 Meter Fußweg. Das haben wir dann mit den Jungs zusammen gemacht, die sollten uns tragen helfen. Kamen dann um 7:45 an, war natürlich alles gut, ja, und dann aber mit den Sachen heim. Also ich 2 10 Liter Wasserkanister getragen. Der Max hatte die 9 Kilo Wassermelone mit noch ein bisschen anderen Kleinkram so auch im Rucksack drin. Katja hatte 1 10 Liter Kanister Wasser und eine andere Einkaufstüte. Ja, und so quälten wir uns dann Richtung nach Hause.
haben vielleicht für 150 Meter schon allein 10 Minuten gebraucht, weil wir immer wieder anhalten mussten und wir dachten nur, oh Mann, scheiße, und es ist schon dunkel und es waren immer noch Einheimische so auf der Straße, die wahrscheinlich auch dachten, die Weißen wieder, die sind doch total bescheuert. Ja, was machen die da? Ja, und dann hatte wohl einer Mitleid, ja, ein Einheimischer, der hier auch wohnt, wir kannten ihn selber noch nicht, der kam dann da mit seinem Mercedes angefahren und hat dann gefragt, ob wir Hilfe bräuchten, und ja, dann haben wir ihm die Story erzählt, was passiert ist, und ja, da hat er dann Mitleid mit uns gehabt und hat uns dann mitgenommen, und ja, total netter Typ, und ja, so hatte sie dann doch noch ein Gutes gehabt. Also während wir so viel Pech auf einmal hatten, ja, mit diesem erst kommt die Lieferung, ich meine, die hätte auch 20 Minuten früher kommen können, dann wäre die Schranke noch offen gewesen, hätte er noch durchrasen dürfen, aber so war es halt eine Viertelstunde zu spät, dann, dass dieser kleine Schleichweg, ich meine, der war oft genug schon um 7:45 war der noch offen, ja, weil der soll eigentlich erst um 9 Uhr zugemacht werden, aber nein, genau, wenn wir solche schweren Sachen tragen müssen, dann ist dieses Ding verschlossen, ja, und du hast dann auch niemanden, der dir das aufschließt, ja. Dann das Auto hatten wir noch nicht, ein eigenes Auto. 2 Tage später hatten wir dann ein eigenes Auto und lauter so Sachen, ja. Und während man sich dann so in Gedanken die ganze Zeit dachte, ja, wieso haben wir gerade so viel Pech heute Abend, ja, kam dann dieser Mann angefahren und hat uns halt geholfen und hat es dann doch gut werden lassen, ja. Also, ja, so kann es dann manchmal gehen. Ich fand es auf jeden Fall mal wieder ganz lustig, was uns da passiert ist. Ja, und dann abschließend, letzte Geschichte, es regnet wieder ein bisschen, aber nicht ganz so doll wie heute Nacht, tröppelt eher ein bisschen vor sich hin. Ja, wir haben jetzt ein eigenes Auto, einen schönen Subaru, und ja, sind da recht stolz drauf, auf den Schlitten, weil, ja, schon ein robustes, tolles Auto. Ich meine, wer Subaru kennt, weiß um die Geschichte Subarus, hier Rallye-Weltmeister und so. Die wissen schon, was sie bauen, und es ist hier, glaube ich, in Afrika nicht schlecht, so einen Wagen zu fahren, auch wenn der jetzt schon ein bisschen älter ist. Es gab auch hier ein paar Kenianer, die uns darum beneidet haben, dass wir das richtige Auto ausgesucht haben. Letztendlich weiß man es nicht, gerade bei einem älteren Auto, ne? Das kann jetzt gut gehen, es kann auch, ja, auf einmal ständig irgendwas haben, ja, da steckt man letztendlich nicht drin. Ja, müssen wir abwarten, bisher funktioniert es. Wir sind also deutlich flexibler jetzt, sind am Wochenende schon ein bisschen unterwegs gewesen, mal in einem anderen Stadtviertel von Nairobi, was wir noch nicht kannten. Da hatten die Jungs ein Freundschaftsspiel Fußball. Dann sind wir da von da aus weiter aus Nairobi rausgefahren und haben uns mal ein bisschen die Natur angeguckt und auch an Teeplantagen vorbeigekommen und so weiter. Einfach mal ein bisschen raus, und jetzt haben wir da wirklich auch mehr Flexibilität, dass wenn wir jetzt auch am Wochenende mal Ausflüge machen wollen, dass wir uns da einfach ins Auto setzen können und losfahren können und da nicht mehr irgendwie auf Uber-Fahrer angewiesen sind. Denn das Problem von einem Taxi ist natürlich auch, die sind hier recht günstig, und für die wird es sich nicht lohnen, uns einfach irgendwo außerhalb Nairobis hinzufahren. Und dann sind sie außerhalb Nairobis und keiner will da ein Taxi haben, und dann müssten sie wieder zurückfahren auf ihre eigenen Kosten und so weiter. Das bringt denen halt nichts. Ja. Und ich denke, so ist es für uns auf jeden Fall jetzt schöner. Und auch morgens, wenn Katja und die Kinder halt zur Arbeit und Schule müssen, dass man da kein Taxi mehr rufen muss, was dann manchmal eine halbe Stunde dauert, weil wir hier halt etwas außerhalb von Nairobi sind und da nicht immer ein Taxi hinkommt. Und ich denke, das ist jetzt auch auf jeden Fall schön. Ja, ich würde sagen, jetzt habe ich wirklich genug gelabert für heute. Sorry für die Länge, aber ich finde gerade solche Sachen, wo man ein bisschen was erzählt, das kann man ja in Etappen gucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen rauf da, und dann sehen wir uns schon bald beim nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Bio-Reich-Familie.